anderes Thema, was hier auch diskutiert wird, die Oberbürgermeisterin Henriette Rieker mit ihren Vorschlägen, wie sich denn Frauen in der Öffentlichkeit verhalten könnten oder sollten, da auch massive Kritik hohn und Spott. Hören wir uns einige dieser Vorschläge in Anführungsstrichen an. Ja, es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Also diese Vorschläge von Henriette Rieker, die machen einen wirklich absolut sprachlos. Und natürlich wird auch im Netz heftig diskutiert, vor allem über die Vorschläge von der neuen Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Rieker. Antje Lorenz hat das Ganze zusammengefasst und ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich habe das jetzt gestern gehört, habe ich dachte, hat die sie noch alle? Ja, du fährst jetzt ganz gut zusammen, was viele auch denken, denn eine Diskussion findet gar nicht statt. Die Menschen sind sich ziemlich einer Meinung. Es wird heftig kommentiert und zwar unter diesem Hashtag eine Armlänge. Das ist ja ihr Vorschlag, eine Armlänge Abstand halten. Zur Sicherheit hier ein kleines, ja ein lustiger Spruch dazu, denn eine Armlänge hilft nicht immer und nicht nur in dieser Situation, denn auch an den Frauen in Köln hätte sie wohl kaum geholfen an diesem Silvesterabend. Und nun wird natürlich kommentiert von vielen Frauen, die sich in die Diskussion einklinken. Hier zum Beispiel jemand, die sagt, oh, ich habe mein neues Outfit für die nächste Party. Nur so zur Sicherheit, dann so, um dann nicht angetatscht oder belästigt zu werden. Die Diskussion wird weitergeführt, auch ja, mit sehr viel Zynismus. Eine Frau schreibt, ich habe kurze Arme. Wird mir das dann im Fall der Fälle etwas zur Last gelegt, wenn ich mich nicht richtig verteidige und abwehre? Und auch Männer diskutieren selbstverständlich mit. Und er sagt zum Beispiel, naja, netter Verhaltenskodex, aber wenn eine Frau von 10 Männern umringt ist, wird ihr wohl diese Armlänge auch nicht viel helfen. Und genau das war ja die Situation, die wir in Köln und Hamburg und Stuttgart erlebt haben.